Mein Name ist Simon Berner. Ich bin Professor für nachhaltiges Lebensmittelmanagement an der FH Joanneum in Graz in Österreich und leite in dem Fairtrade-Projekt die österreichische Case Study, in der wir versuchen, mit unserem Lebensmittel-Innovationsinkubator die kurzen und mittleren Versorgungspfade, die wir hier regional haben, zu unterstützen und zu stärken. Also ich denke, die Frage nach unserem Lebensmittel-Innovationsinkubator muss man zunächst mal mit der Frage eben beginnen, warum wir das gemacht haben und welches Themenfeld wir damit adressieren wollen. Wir wissen aus früheren Projekten, wie unser Lebensmittelsystem aussieht und hatten auch schon uns viele Gedanken gemacht, wie ein smartes Lebensmittelsystem in der Zukunft aussehen kann. Was wir da herausgefunden haben, ist, dass auf der einen Seite es einen Bedarf gibt nach regionalen Produkten, aber die Konsumierenden möchten diese Produkte auch als Convenience-Produkte haben. Das heißt, die sollen schon vorbereitet sein, die Salate sollen schon geschnitten sein und ähnliches. Also man möchte regionale Convenience haben. Auf der anderen Seite, wenn man den Bedarf betrachtet an regionalen Produkten, sieht man, dass auch gerade die Großküchen mehr und mehr regionale Produkte haben möchten, aber die müssen schon vorbereitet sein. Das heißt, man möchte nicht mehr selber die Erdäpfel schälen, man möchte schon einen Erdäpfelsalat haben zum Beispiel. Das heißt, bedarfsseitig gibt es da einiges. Demgegenüber sehen wir aber auch, dass viele Erzeuger, seien es jetzt die Landwirte oder kleine Produktionsbetriebe oder Start-ups, oft diesen Bedarf noch gar nicht befriedigen können. Und das ist natürlich ein Punkt, wenn da ein Bedarf besteht und auf der anderen Seite Leute, die das befriedigen könnten, gibt es da natürlich ein Potenzial. Hinzu kommt, dass wir auch wissen, dass die generelle Herausforderung in der Zukunft natürlich besteht, dass wir mehr und mehr uns Gedanken machen müssen, wie ein nachhaltiges Lebensmittelsystem aussieht, dass das resilient sein sollte und dass da auch kurze Wege eine Möglichkeit sind, dass man das nachhaltig abbilden kann. Und wenn man diese ganzen Rahmenbedingungen jetzt zusammen betrachtet, war eben die Idee, dass wir versuchen, dass wir diese kurzen und mittleren Lebensmittelversorgungspfade unterstützen. Diese Fragestellung ist natürlich nicht sehr trivial, weil eine kurze oder mittlere Lebensmittelversorgungskette ja etwas Abstraktes ist, das nicht einfach durch eine technologische Innovation jetzt optimiert werden kann. Deswegen ist unser Lebensmittel-Innovationsinkubator eine soziale Innovation, weil das dann versucht, auf ganz verschiedenen Ebenen diese Lebensmittelversorgungsketten kurzer und mittlerer Art zu unterstützen. Um das auf den verschiedenen Ebenen abzubilden, haben wir auch verschiedene Module geschaffen in unserem Inkubator. Auf der einen Seite versuchen wir ganz konkret Produkte mit Stakeholdern aus diesen kurzen und mittleren Versorgungswegen zu entwickeln. Wir unterstützen die dabei. Das heißt, da geht es ganz konkret um Produkte und Technologien. Auf einer nächsten Ebene versuchen wir dieser ganzen Gruppe von Akteuren in dieser mittleren Lebensmittelversorgungskette Wissen zur Verfügung zu stellen, das denen hilft, innovativ und wettbewerbsfähig zu sein. Und dann gibt es in diesem Inkubator noch eine dritte Ebene, wir nennen das Module. Da versuchen wir wirklich, uns um die Bedingungen für dieses ganze Lebensmittelinnovationssystem zu kümmern. Das heißt, da vernetzen wir uns regelmäßig mit Multiplikatoren, mit den Repräsentanten der entsprechenden Obst- und Gemüseerzeuger, mit den Vertretern der Landwirtschaftskammer und der Wirtschaftskammer. Das heißt, da versuchen wir auch auf Netzwerkebene die Rahmenbedingungen zu optimieren. Die Zielgruppe ist ja, dass wir diese kurzen und mittleren Lebensmittelversorgungswege unterstützen. Und die Frage ist dann natürlich, wer profitiert davon? Und da müssen wir jetzt wieder diese drei Module anschauen. Also wir veranstalten in dem Modul, wo wir uns ums Networking kümmern, regelmäßig sogenannte Open Food Showfixes. Da laden wir diese ganzen Stakeholder, diese ganzen Player in dieser Lebensmittelversorgungssystem ein und tauschen uns mit ihnen aus über aktuelle Themen.
Das heißt, da kann es darum gehen, welche Herausforderungen haben wir, welche möglichen Lösungsansätze gibt es da. Und das sind wirklich dann die Vertreter der Obst- und Gemüsebauern, die Landwirtschaftskammer und so weiter involviert. Und wir tauschen uns aus. In dem zweiten Modul, wo es um Wissenstransfer gibt, da wissen wir aus dem Co-Kreationsprozess, aus dem das ja alles entstanden ist, welche Themenfelder diese Innovatoren und die Startups oder die Landwirte, welche Fragestellungen die haben, um da neue Produkte, Convenience-Produkte oder auch neue Technologien zu entwickeln und anzuwenden. Und da machen wir dann sogenannte Open Lab Days, wo dann alle Interessierten eingeladen sind und die kommen zu uns und wir unterhalten uns mit denen darüber, wie kann man zum Beispiel ein Business Model optimal machen. Oft Fragen im Lebensmittelbereich sind natürlich Hygienethemen. Wie kann ich als Startup das jetzt so machen, dass das hygienisch ist, dass ich da alle Anforderungen erfülle? Da diskutieren wir also mit einer größeren Gruppe an Menschen Themen, die eben viele interessieren, weil sie recht allgemein sind hier im Lebensmittelsektor. Und dann haben wir eben diese dritte Ebene, auf der wir dann ganz konkret mit Innovatorinnen, mit Startups Produkte und Prozesse entwickeln. Praktisch kann man sich das so vorstellen, wir machen dann eine Ausschreibung, quasi einen Ideenwettbewerb und haben dann eine Matrix, mit der wir bewerten, welche von diesen Ideen wir gut gemeinsam umsetzen können. Und dann begleiten wir wirklich bei uns im Food Processing Lab, also im Produktentwicklungslabor, die Entwicklung dieser Produkte. Aktuell sind wir da gerade dabei, jetzt auch kleinere Prozessoptimierungen für diese Stakeholder bei diesen kurzen und mittleren Mittelketten zu machen. Die Idee hinter so einem Projekt, das ja öffentlich gefördert ist, in diesem Fall unser Fairtrade-Projekt, ist natürlich, dass das jetzt nicht nur für uns funktionieren soll, sondern dass das auch anderen helfen soll, weil solche kurzen und mittleren Lebensmittelketten machen strategisch natürlich an vielen Orten einen Sinn. Und ja, prinzipiell ist sowohl die Entstehung, wie wir das co-kreativ designt haben, gemeinsam mit den Partnern im Fairchain-Projekt, als auch dann der Betrieb dieses Inkubators etwas, das darauf ausgelegt ist, dass es woanders auch funktionieren kann. Diese Module, die wir gemacht haben, die sollten prinzipiell auch für andere Interessierte funktionieren, weil die ja recht allgemein sind. Wenn jetzt jemand diesen Inkubator woanders in ähnlicher Form auch machen möchte, empfehlen wir natürlich, das auch mit einem Co-Kreationsprozess machen, weil die Themen, die sie behandeln werden, die sind natürlich regional ein bisschen unterschiedlich. Wir haben es jetzt zum Beispiel speziell für Obst und Gemüse Erzeugerinnen und Verarbeiterinnen gemacht. Das mag woanders anders sein. Also diese genaue Ausgestaltung, die sollte natürlich in einem Co-Kreationsprozess spezifisch an die regionalen Bedingungen angepasst werden. Aber generell der Prozess und das Modell des Inkubators sollte woanders auch gut implementierbar sein. Der Co-Kreationsprozess ist natürlich ein wichtiges Element, weil wir hatten zwar schon viel Wissen über unser Lebensmittelsystem, aber letztlich ist es natürlich wichtig, dann sowohl die politischen Entscheidungsträger als auch dann die betroffenen Landwirtinnen und Landwirte, als auch die Vertreter der Kammern und alle Stakeholder, die da eine Rolle spielen und zusätzlich Expertinnen und Experten, die sich mit dem Themenfeld schon befasst haben, einzubinden. Je besser die eingebunden sind, desto höher kann die Qualität werden und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man eine hohe Akzeptanz in diesem Umfeld bekommt. Und das sehen wir jetzt auch gerade, dass das sehr wichtig ist, dass die Leute eingebunden waren, weil jetzt sind sie dabei und wir jetzt gestalten das jetzt gemeinsam weiter. Also das Thema Business Model spielt bei uns natürlich innerhalb des Inkubators eine Rolle, weil wir unseren Partnern, die wir unterstützen, die wir coachen, bei der Erstellung ihrer Business Model helfen. Das heißt, da ist das Business Model natürlich was Wichtiges. Unsere eigentliche Innovation ist aber ja der Lebensmittel-Innovationsinkubator und der braucht natürlich auch ein Business Model, weil wenn wir das, was wir jetzt im Projekt anbieten, weiterhin diesen
Partnerunternehmen anbieten wollen, dann brauchen wir natürlich auch für unseren Inkubator ein Business Model. Und da sind wir auch im Projekt dabei, ein Business Model zu erarbeiten, mit dem Ziel, dass wir über die Projektlaufzeit hinaus natürlich diese Services anbieten können, um eine nachhaltige, faire, regionale Lebensmittelversorgung einfach sicherstellen und unterstützen zu können.